Vor ungefähr ein oder zwei Jahren habe ich das Projekt, was ich heute bauen werde, eigentlich genau in dieser Art und Weise schon mal gebaut. Was das für ein Projekt ist, werdet ihr während dem Video hier heute auch feststellen. Und am Schluss vom Video werde ich nochmal so ein paar Gedanken, die ich zu diesem Projekt hier habe, nochmal mit euch teilen. In dieser ganzen Zeit, seitdem ich das letzte Mal gemacht habe, hat sich einiges hier in der Werkstatt getan. Ich habe viele neue Maschinen, mit denen der komplette Prozess, den ich heute machen werde, dass das hoffentlich ein bisschen einfacher geht. Und ich bin nicht so ein Typ, der ganz viel sich in manche Dinge reindenkt. Bei manchen Dingen muss man es auch einfach mal ausprobieren. Man muss einfach mal anfangen und am Schluss sehen, ob das jetzt funktioniert oder halt eben nicht. Das ist so der Disclaimer für das heutige Video. Ich probiere es einfach mal wieder aus, denn groß was zu verlieren habe ich damit nicht. Was ich damit nämlich vorhabe, schließt sich an die vergangenen Videos so ein bisschen an, denn ich will ja Schneidebretter machen und ich kann mal so viel dazu erwähnen, damit hat es in etwa was zu tun. Also, wir haben hier ein bisschen Fichtenholz, das werden wir jetzt bearbeiten. Also geht es jetzt erstmal an die Pendelsäge, um diese Hölzer hier auf eine gleiche Länge zu schneiden. Glue-Abteil. Bumm, zack, nächster Tag, es geht weiter. Das Ganze ist nämlich fertig getrocknet. So sieht das Teil jetzt aus. Bevor wir es dicke hobeln können, müssen wir natürlich noch mal den überschüssigen Leim hier abkratzen. Wir tun es jetzt doch irgendwo abrichten, damit es richtig ist. Der größte Unterschied, den ich mir heute bei... Moment, zu laut. Diese innige Stille endlich. Der größte Unterschied, den ich mir bei dem heutigen Projekt erhoffe, ist tatsächlich die Schnittqualität. Ich werde jetzt mal hier ein normales Querschnittblatt reinpacken. Das hat 48 Zähne. Wenn das noch nicht so gut ist, dann werde ich sogar ein Dachhohlkehlenblatt mal verbauen. Denn mein Plan ist es, wir bauen hier Schneidebretter, dass die Oberfläche so gut wird, dass ich es nach dem Verleihen nicht so extrem viel schleifen muss. Denn Schleifen ist bei Stirnholzschneidebrettern so ein bisschen der kritischste Punkt. Ich habe zwar einen Langbandschleifer hier, aber wenn ich da viel zu viel wegschleife, dann leidet da so ein bisschen die Planheit von dem Projekt. Deswegen ist jetzt hier mal das Ziel, dass die Schnittoberfläche schon direkt einfach richtig gut wird. Ich habe hier ein bisschen Abfall, das probieren wir da dann jetzt erstmal aus. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte gedacht, dass da ein bisschen mehr Unterschied ist. Das erste war ja der Wechselzahn und dann habe ich mit dem Dachhohlkehlenblatt geschnitten. Das ist im Prinzip ein Blatt für Plattenmaterial. Durch diese coole Form hat man dann speziell im Plattenmaterial nicht so wirklich viele Ausrisse. Ich hätte aber auch gedacht, dass es jetzt hier im Fichtenholz ein bisschen besser schneidet. Naja, das ist nicht der Fall. Deswegen können wir es in Zukunft mit einem normalen Querschnittblatt schneiden. Jetzt können wir es anschließend natürlich wieder verleimen. Wichtig, ihr solltet hier jedes zweite drehen, weil das gibt dann im Endeffekt, wie ich finde, erst so diese geile Optik. Wenn er das Ganze gerade lässt, finde ich, sieht es nämlich ein bisschen langweilig aus.
Zack. Und das war's auch schon wieder. Ja, Leute, es geht weiter. Boah, ich muss ja gestehen, ich habe ewig schon eins fertig gemacht. Die werden richtig gut und ich bin echt guter Dinge. So, Leute, jetzt kommen wir zu einem ziemlich wichtigen Punkt, und zwar ist das Schleifen. Früher habe ich mit 100er Korn die Stirnholzschneidebretter auch geschliffen, direkt beim ersten Schleifgang. Heute werde ich das mit 60er Korn machen, denn es ist halt eben wichtig, dass wir hier nicht zu viel Hitze reinbringen, weil dann sieht man immer, dass sich die Schneidebretter so ein bisschen werfen. Und deswegen fange ich jetzt mit 60er Korn an. Das hört sich jetzt relativ grob an, aber bei Stirnholz ist das gar nicht mal so grob. Wir schleifen so relativ gutes Material weg, bringen nicht zu viel Hitze rein und die Oberfläche sieht dann auch wirklich schon sehr, sehr gut aus. Wir haben eine gute Verleimung, das bedeutet, das geht tatsächlich relativ fix. Und das ist so einer der wichtigen Punkte, den ich dieses Mal ein bisschen anders gemacht habe als beim letzten Mal. Also wir schleifen das Ganze jetzt und da werdet ihr sehen, wie schnell das eigentlich geht dafür, dass es Stirnholz ist. Bevor wir das Ganze jetzt gleich weiterschleifen, will ich euch einmal eine Sache zeigen. Die Frage ist jetzt natürlich, kann man das Ganze so plan schleifen? Ich habe hier an meinem Abrichttisch das die ganze Zeit schon so ein bisschen ausprobiert. Und wenn das Holz so gleitet wie hier, dann haben wir sowas wie ein kleines Luftpolster unter dem Holz. Das funktioniert auch auf beiden Seiten. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, da sehen wir wirklich, wie das Brett über den Tisch gleitet. Wie gesagt, da ist jetzt auch gar kein Gleitmittel mehr auf dem Tisch. So ein Maschinentisch ist natürlich glatt, aber das hier ist auch einfach ein Zeichen, dass das Brett schön plan ist. Das wollte ich euch einmal kurz zeigen. Jetzt schleifen wir das Ganze noch weiter. Das Ganze ist fertig geschliffen, jetzt kommt der schönste Teil, denn jetzt werden wir das Ganze mal ölen. Und viele, die das da noch nicht gesehen haben, die werden wahrscheinlich unterschätzen, wie schön das Fichtenholz als Stirnholzschneidebrett wirklich aussieht. So, gehen wir mal ans Regal. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber das Geile an diesem Schneidebrett hier ist, dass es halt eben nicht so schwer ist. Ich zeige es euch mal aus dem Nahen. Und die Fichte hat auch wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Das bedeutet, wir haben hier ein praktisches Schneidebrett. Es ist ein bisschen günstiger als andere Schneidebretter, weil das Material auch einfach günstiger ist. Und wir haben ein Schneidebrett, was man ganz normal benutzen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber mein Putt hat vor 6 Jahren ein Fichten-Sternholz-Schneidebrett geschenkt bekommen und es sieht immer noch mega, mega gut aus. Wenn ich es am Anfang schon erwähnt habe, dann habe ich es jetzt hier nochmal gesagt. Ich zeige es euch mal aus dem Nahen. So sieht das Ganze aus. Eine sehr tolle Optik, wie ich finde. Wir sehen auch hier immer wieder, dass sich die Maserung des Holzes wiederholt. Das sieht halt auch einfach immer wieder richtig toll aus. Und ganz genau, so ist es geworden. Das Sternholz-Schneidebrett aus Fichtenholz. Schöne Sache. Die Bilder müssten mittlerweile online sein, also ihr könnt in die Videobeschreibung mal schauen, da kommt ihr nämlich auch zu hier diesem Schneidebrett. Das sollte jetzt im Online-Shop eingepflegt sein, wenn nicht, dauert es halt einfach nur ein bisschen. Und ganz genau, beim nächsten Projekt werde ich euch ein anderes Schneidebrett zeigen oder hier diesen Hordenwagen oder vielleicht noch ein ganz anderes Projekt. Bis zum nächsten Video, sage ich tschüss.